Alosar. Der Querpass, gut gemacht auf Gori, dann Nygren. Tor, 1:0 für den HC Davos im Powerplay. Gerade einmal 13 Sekunden brauchte der HC Davos, um hier das Powerplay auszunutzen. Nygren, der Schwede, ist der Torschütze. Der Rückpass von Korvi und dann der Direktschuss, der den Weg an allen Spielen hier in der Mitte vorbei findet. Jetzt kommen erstmals auch Anfeuerungsrufe und diese nützen. Das ist der Ausgleich im Powerplay für Lausanne. Ken Jäger, der ehemalige Davoser, schießt sein erstes Tor in der National League, ausgerechnet gegen den HCD. Da wurde er schön angespielt im Slot. Die Davoser sind so weit weg in der Box. Brunnen und der Direktschuss und das ist das Tor. Paluschai, Davos nützt auch die zweite Powerplay-Gelegenheit heute Abend aus. Lindgren mit dem Pass auf Turunen, dann der Flippass über den Stock des Gegners und Paluschai hat viel Platz. Die Lausanne sind zu weit weg. Stefan kann zwar noch rechtzeitig verschieben, aber er kommt zu. Algin in der Mitte. Da kommt er durch, lässt seine Klasse aufblitzen und Malgin erzielt seinen ersten Treffer seit der Rückkehr aus der NHL. Da kann er sich feiern lassen. Dennis Malgin nach dieser wunderbaren Einzelleistung durch den Block der Davoser hindurch und dann mit der Scheibe nach Backhand ins Hoheck. Da lassen sich die Davoser überlaufen. Sehen gar nicht gut aus, aber auf der anderen Seite wissen wir jetzt auch. Aber die Gefahr in der Davoser Zone ist noch nicht gebannt. Der Abpraller von Eschlimann und das Tor fällt dann tatsächlich noch erstmals. Geht Lausanne heute Abend in Führung. Ronald Kennins lässt sich abklatschen. Genazzi hat hinten die Scheibe übernommen, schießt dann ein Abpraller und Kennins schießt den Puck dann ins Tor. Übergibt die Scheibe Gibbons und Tor nach einem Flüchtigkeitsfehler von Eschlimann. 4:2 für Lausanne. Das ist Brian Gibbons Torpremiere in der Schweiz. Kennins leistet wichtige Vorarbeit. Gibbons mit der Eingabe, die wird abgefälscht noch vom Davoser Verteidiger. Und Eschlimann erwischt es dann auch noch. Das ist seitens Davos, jetzt müssen es die Schweizer und Baumgartner richten. Und er richtet es auch, der Österreicher, der mit einer Schweizer Lizenz unterwegs ist, erzielt hier den Anschlusstreffer zum 4:3. Vor ein paar Tagen wurde er von den New Jersey Devils gedraftet und jetzt schießt Baumgartner hier in dieser Saison sein erstes Tor. Zum dritten Mal heute Abend ist Davos im Powerplay erfolgreich. In der Mitte oben geht der Puck rein.